Oh, wie war meine Erinnerung lässt mich gerade im Stich. Meine Erinnerung lässt mich gerade wirklich im Stich. Ich warte jetzt, bis Chat irgendwas sagt. Wasser. Stimmt, der hatte sich wirklich aufgelöst. Behandelt dieses Game ähnlich ernste Themen wie Rainbow? Ich kann es dir noch nicht sagen. Es kam ab und zu so ein paar Fetzen Story, aber ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Nicht mehr wirklich. Obwohl, dann bin ich müde und möchte dir weiter. Geht ruhig ins Bett, wenn ihr müde seid. Wirklich. Sucht den Schlüssel im Bach. Im Bach. Hier unten war Wasser, oder? Es wäre cool, wenn das hier immer alles auf Deutsch hätte angemacht. Weil ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, hier unten war was. Da sind wir. Hier unten war, glaube ich, Wasser. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, ich gehe nochmal nach ganz unten. Rechts. Rechts. Runter. Rechts. Okay. Ich glaube, ich muss nach ganz unten. Ich glaube, es ist sogar gerade immer mehr. Also wie gesagt, wir können das Spiel dann immer noch, auch wenn, ich weiß halt noch nicht, wann wir streamen, aber ich würde es halt, wenn es gewünscht ist, wirklich dann nochmal gerne weiterspielen. Können wir jetzt nach unten? Spielen? Lässt du mich jetzt nach unten? Ah, ich bin hier. Hoch. Links. Hoch. Und erst dann. Okay. Okay. Hoch. Links. Hoch. Nein. Jetzt kann ich doch bestimmt hier irgendwo runter, oder? Ja. Der Bach hier nicht. Nein, das war irgendwas Größeres. Ah, ich höre Wasser. Okay, meine Erinnerung ist da ein wenig, aber ich sehe hier keinen Schlüssel. Hey du, wer bist du? Huch! Dich kenne ich doch aus Rainbow. Oh! Ja, danke schön. Nicht? Oh, kleine Geister. Ja, schön. Kriege ich jetzt den Schlüssel? Voll lustig, dass ich den hochziehen musste. Vier kleine Geister. Oh, Leute. Ich weiß es nicht mehr. Vier kleine Geister. Was musste ich mit euch nochmal machen? Ich kann die so leicht anklicken, also der Bildschirm wird dann auch kurz dunkel. Aber ich hatte irgendwie sowas schon mal gesehen mit dem 4. Ich glaube, ich muss deswegen nochmal woanders hin, aber wohin? Chat! Ja, die Kitsune, das könnte sogar wirklich passieren. Den zugehörigen Körper suchen oder das, was davon übrig ist. Von den Geistern? Ja, meinst du? Ich überlege gerade, ob das in meiner Erinnerung irgendwie passt. Gleich kommt Boom, ey! Wir gucken mal, ob wir eventuell. Irgendwo noch einen Hinweis kriegen. Huch. Huch, warum ist das auf einmal so blutig? Okay. Was willst du hier noch, Spiel? Wieso zur Hölle ist meine Enzyklopädie jetzt. Oh, okay. Angie Megas. Oh mein Gott. Habt ihr es gerade.
Das, mein Journal ist blutig. Ich habe da einen Geist drin. Hier, das ist blutig. Hier kommt auch Blut raus. Das heißt, es könnte gut möglich sein, dass hier auch ein Geist ist. Ich will mal ganz kurz gucken, ob hier noch irgendwo Blutspuren sind. Ja, hier sind noch welche. Oh! Ah, okay. Ich muss ihn mitnehmen. Was zur Hölle? Okay, alles klar. Jetzt muss ich den festhalten und... Oh mein Gott. Okay, warte. Rechts, runter, links, runter. Okay, alles klar. Du kommst mit. Okay, überall da, wo das Blut ist. Okay, dann können wir ja den nächsten Hauchtrick einsetzen. Okay, krass. Heiliger! Oh nein, kein Babygeschrei. Ah! Ja, aber das hier wird mir jetzt erstmal noch ein Rätsel bleiben. UN. Wie soll ich das aufkriegen? Warte. Ich meine, das stoßt ja hier dran. Okay, das ist genau. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Blut. Ein wenig makaber. Ja, sag ich doch. Das Spiel ist ein bisschen so. Ein bisschen durch. Okay, ich brauche Blut. Ich brauche Blut. Da haben wir ein kleines Mädchen drauf. Ich glaube, die Scheune. Ich glaube, wir sollten noch mal zur Scheune gehen. Ah, hier ist die doofe Kirche. Nee, die brauche ich nicht. Was? Das Gürtelschneiden-Rätsel? Was? Damit die Ziege vielleicht Seelen ein? Was passiert, wenn du UN gleichzeitig... Natti, bist du ein Genius? Ich meine, bist du sowieso. Aber ich glaube, das könnte sogar gehen. Ah, Natti, ich glaube, du hast sogar recht. Verdammt. Oh, ich hasse mich! Danke, Natti! Dankeschön! Danke! Hallo! Einmal Natti loben, Natti loben, Natti loben, Natti loben! Oh, geil! Da freue ich mich. Oh, so simpel einfach! Oh, das sind immer die schlimmsten Rätsel von allen. Die schlimmsten von allen, echt. Okay, einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Buchstaben sahen aus wie Tasten in der Tastatur. Ich hab da gar nicht, ich hab sogar Höhe und Norden. Was? Wie kann das sein? Ich bin total so, hö? Natiloben, Natiloben, ja! Okay, kommen wir noch hoch. Suchen wir das Blut. Suchen wir das Blut. Das Blut, das Blut, das Blut. Haben wir das Blut vielleicht auf der Karte markiert? Nein, leider nicht. Leider nicht. Ich könnte hier mal die Gegend abklappern. Das war... Ah, Mist. Verdammt, das war das. Sherlock Natti. Ja, es ist echt schade, dass... Oh, die Puppe ist weg. Es ist echt schade, dass man nicht irgendwie so streamen kann, dass Natti zum Beispiel direkt das Bild hier sieht. Und irgendwie, dass man trotzdem zu zweit spielen kann. Ich gehe zur Windmühle, okay? Ich gehe zur Windmühle.
Die Windmühle ist blutig. Okay, es kommt von oben Blut. Oh. Jo. Ey, sag mal. Ich sehe dich doch da oben. Sag mal. Ich hab dich doch gerade da oben gesehen. Hä? Eine Sekunde. Oh Gott. Zur Hölle. Hallo. Okay, jetzt wird's witzig. Ich werde zur Kirche gehen? Ist das nicht... Das ist... bessere Alternative, oder? Verdammt, wie bin ich denn mal so? Dann bin ich hier so rum. Okay, das Letzte, das Letzte, das Letzte, das Letzte. Gleich wird es ekelhaft. Was? Bitte nicht spoilern und, ich weiß eigentlich nicht mehr, was gleich passiert, wenn ich ehrlich bin. Obwohl, gleich wird es ekelhaft, ist ja kein Spoiler. Eigentlich ist es ja sogar... Das steigert die Spannung. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Nein. Ich muss einen nach oben und dann nach links. Ich kann es jetzt halt nicht loslassen. Das ist auch echt blöd. Jetzt, genau, jetzt kann ich nach unten. Hallo, mein lieber Herr, mit dem Anzug. Ja, Schlüssel, was auch immer da jetzt geschoben ist. Na, das ist ja schön. Prinzessin Mononoke. Da musste ich jetzt gerade auch ein bisschen dran denken. Ja. Okay, ich kann es mitnehmen, aber wo soll ich damit hin? Licht. Licht. Ah, wo war das nochmal? Wir hatten was. Ich weiß, dass wir da was hatten. Das hier war es nicht. Nein. Wir hatten da was, was dunkel war. Okay, eine Sekunde. Jetzt haben wir ja Licht. Verdammt, wo war das? Ich darf es nicht loslassen. Das Gesicht bei der Elster. Wo war das? Wo war das? Wo war das? Wo war das? Nein, das war's nicht. Es war auch irgendwie so ein kleines Häuschen. Der Stolleneingang. Ha, wo war der? Das war das mit der Puppe. Wo zur Hölle war der? Ich glaube, ich muss nochmal nach ganz links. Warte mal, wenn ich es loslasse. Ah, okay. Das heißt, ich kann einmal kurz auf die Karte gucken. War das hier dieses Zelt, oder? War das das Zelt? Oder Höhle? Ich weiß nicht. Okay, dann nach links, nach oben, nach links, nach unten und dann weiter nach links. Nach links, nach oben, dann wieder weiter nach links, nach unten und dann wieder weiter nach links. Ja! Ja, oder?
Das ist sehr schön. Das sind Zeichen, die mir sicherlich etwas sagen sollen und ich kann sie gar nicht deuten. Verdammt. Verdammt. Ich bin aber auch echt schon zu durch. Sollen wir dann jetzt erstmal Schluss machen? Und ich frage jetzt nochmal den Chat, ich gucke in den Chat. Sollen wir erstmal Schluss machen? Und sollen wir vor allem das beim nächsten Mal weiterspielen im Stream? Habt ihr da Bock drauf? Weil eigentlich ist es ja schon interessant und mit dem Chat zusammen macht das dann auch nochmal ein bisschen mehr Spaß als alleine. Okay. Also, wir spielen Year Walk und ich brauche auf jeden Fall die Hilfe vom Chat und habe natürlich alles vom letzten Mal vergessen. Weil, wie sollte es auch anders sein? Ich gehe einmal aufs Game. Ihr seht gleich Bild. Einen Moment. Warte. Könntest du eventuell das Bild zeigen? Das wäre wirklich nett. Und ich glaube, die Kamera, die müsste ich gleich auf die andere. Ah, da ist es. Okay, die Kamera muss ich auf jeden Fall auf die andere Seite packen. Okay. Da war eine Puppe, sie hat getanzt. Hör auf, hör auf. Alles vergessen, zu viel geraucht. Was? Was? Ich rauche nicht. Was? Das rechte Auge von dem Panda hinter dir hat sich bewegt. Jack X-Teen, jetzt mach mal keinen Scheiß. Ich mache hier gleich aus. Ich gehe weg. Okay, ihr Lieben. Ich brauche auf jeden Fall eure Hilfe, denn Rätsel sind nicht meine Stärke. Ich habe daraus auch kein Geheimnis gemacht. Und ich muss den Chat leider dafür ausnutzen. Werde natürlich auch öfters erwähnen, dass der Chat mir hilft. Keine Sorge. Ich guck einmal, habe ich hier irgendwie das Journal? Das ist was zur Hölle? Stimmt, wir haben das Licht hier. Ah, das hatten wir, genau. Wir hatten das Licht, dann haben wir hier dieses Zeichen. 2, 3, 4, 5. Diese Puppe. Und hier kann ich nichts machen. Und hier diesen Eimer. Und auch mit dem kann ich nichts machen. Okay, hier sind wir stehen geblieben. Hier haben wir nichts, hier haben wir nichts. Ich kann natürlich erstmal nochmal weiterlaufen. Ja, Leute, jetzt braucht ihr. Nein, hinter mir ist kein Clown Sonsa. Und hinter mir ist auch kein Mädchen mit schwarzen Augen. Timmy. Das kriegt ihr alles noch zurück am Handy-Screen, ihr werdet schon sehen. So, was ist das? Das kenne ich gar nicht. Das ist Year Walk und es hat ein bisschen. Es ist vom Spielprinzip anders, aber so ein bisschen Ähnlichkeit mit Friendbow vom Stil her, könnte man sagen. So. Ich werde noch mal rausgehen. Ich werde mal auf die Map gucken. Wir waren schon bis zur Kirche. Wir haben immer noch nicht den Kirchenschlüssel. Das, was uns fehlt, ist ja der Schlüssel, oder? Ich meine, da kam so ein Vieh und hat den Schlüssel wieder weggeschnappt. Dann hatten wir das Licht bekommen. Ich glaube, so war's. Wir waren schon am Bauch. Am Bauch, am Baum. Entschuldigung, wir waren schon am. Ah, ich bin Bauch. Wir waren schon am Baum, aber waren wir dann schon hier oben? Waren wir schon da oben? Wie komme ich denn da hin? Hier durch? Guck mal, hier die Map, ne? Guck mal hier. Von hier aus kommen wir den ganzen weiten Weg zu diesem Hügel. Aber wie? Okay, es hat definitiv was hiermit zu tun. Brauche ich vielleicht mehrere Lichter? Ich glaube, ich werde einfach mal ein bisschen die Bildschirme erstmal ablaufen. Hier geradeaus, da war die Puppe. Ich werde nach unten gehen, nach links laufen, nach unten gehen, nach links und nach oben. Ja, aber die Zeichen an den Bäumen noch.
Kann da war gerade was? Wo? Hat der Vogel nicht eine Schüssel? Ah, ein Vogel war es. Stimmt. Safi, ich muss mir gerade sicher sein, dass da wirklich was war hier gerade. Also bitte diesmal nicht trollen. Also von wegen, hier hinter mir ist was, weil sonst, ich weiß halt nicht, ob das jetzt im Spiel, ob jetzt im Spiel wirklich was war oder nicht. Stimmt, das hatten wir auch noch. Was zum Henker ist das? Das ist Yearwalk. Es sieht nicht danach aus, aber es hat auch so ein paar kleine Jumpscares. Stopp. Das hat nichts damit zu tun. Was ist denn los? Was ist los? Ich guck nochmal auf die Karte. Ich glaube, ich gehe dann... Warte mal. Wenn ich jetzt hier oben bin, ich gehe nach links und gehe nochmal ein bisschen nach oben. Hier war die Puppe. Was war das? Huch! Ist da jetzt gerade was links im Bild weggehuscht? Ist da gerade was links im Bild weggehuscht? So ein schwarzer Schatten oder habe ich mir das jetzt eingebildet? Achten wir dann mal auf die Bäume. Aber hier schon. Huch. Oh! Kate85CH, danke schön fürs Subscriben. Vielen Dank, vielen Dank. Hier ist nur das Haus. Gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Was ist, wenn du das Licht auf ein Zeichen setzen musst, um was auszulösen? Ich hatte das jetzt gerade immer auf die Zeichen gesetzt. Da hat sich ja auch nichts so wirklich getan. Mensch, vielen Dank fürs Subscriben. Dankeschön. Danke. Menno, ich will jetzt hier nicht hängen. Letztes Mal kam er eigentlich ganz gut durch. Jetzt habe ich schon die Jumpscares im Spiel. Ja, es gibt auch noch, mein Nasik, es gibt auch noch andere Jumpscares. Ist womöglich das Rätsel, bei dem ich auch damals aufgehört habe. Das kann echt gut sein. Also ich kann der Leiter leider nichts machen. Und hier kann ich leider auch nichts mehr machen. Menno. Kannst du dich in dem Bunker noch nach links oder rechts bewegen? Ist das unmöglich? Du meinst jetzt gerade, Nati, da wo das Licht ist? Ich glaube, das habe ich gar nicht probiert. Warte, ich kann mal gucken. Und tut mir leid, liebe Chat-Leute, lieber Stream, dass ich das jetzt hier gerade, dass ich so super verpeilt bin. Bei Axt hat es aber auch sofort geklingelt, aber Headshot. Ganz nach links. Ja, genau da. Wie seltsam. Ja, okay, bitte seid ehrlich. Wer. Nati, danke schön, vielen, vielen Dank. Aber wer wäre jetzt darauf gekommen, dass man sich hier bewegen kann? Bei der Puppe kann man sich auch nicht bewegen. Verdammt. Unfassbar.
Was? Wie soll man das bitte sehen? Also echt, ich habe es auch nicht direkt bewusst. Juhu, juhu. Ich nicht, sorry. Oh, glücklich. Nati, danke, du hast uns hier alle gerettet. Vielen, vielen Dank. Hui. Okay, ich glaube, da muss ich gleich hin. Ach ja, es gibt ja hier Jumpscares. Moment. Ganz viel Nati loben. Okay, ich kann sonst nichts mit dem machen. Ich kann nur das hier machen. Oh! Kriege ich den Schlüssel jetzt? Oh, danke schön. Okay, wir haben den Schlüssel. Nati, danke schön, danke schön. Fühl dich erdrosselknullt. Dankeschön an alle, die es ausgehalten haben jetzt mit mir. Vielen, vielen Dank. Okay, eine Sekunde. Unten, 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 unten. Okay. Du kommst mit. Die Musik ändert sich. Okay, nach links. Eben Dreck, verfluchter. Heute ist echt nicht wirklich mein Tag. Oh Gott, bitte nicht. Was ist das? Das ist die Puppe. Das habe ich auf einem Baum gesehen und wir haben die Teile ja auch schon gesehen. Diese Babygeister, was auch immer das ist, das. Ist der Vogel, den haben wir noch nicht gehabt und den hier haben wir auch schon gehabt. Okay, Spiel. Ich kann mich übrigens nicht nach links und rechts bewegen. Ich soll hier doch sicherlich etwas einfügen, oder? Oh. Ach so. Na, das wird ja lustig werden. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Mich das sehr krass ankabert. Ich weiß nicht wieso. In der Mitte ist das Ziegenpferd. Ja. Hier kann ich nichts machen. Ich weiß nicht, ob diese Schriftzeichen jetzt irgendwas damit zu tun haben sollen. 3 Punkte. Wir haben hier jeweils 4. Ich meine, es ist klar, was wir machen müssen, aber wie kommen wir jetzt auf den Hinweis, was hier richtig ist? Wie viele Punkte? Ich habe hier ein Zeichen aufgeschrieben mit 2 Punkten drüber. Das ist dieser umgedrehte Dreizack. Ich glaube, die Figuren, die da rein müssen, findest du im Regal, wo auch die Falltür ist. Meinst du? Wirklich? Waren, genau, die Symbole waren, Elfenschall, die Symbole waren alle auf den Bäumen. Will ich gerade die Symbole hier, die sind mir aber neu. Auf welchen Drogen waren die Entwickler? Das sind dieselben Zeichen mit den verschiedenen Symbolen. Die Punkte sieht man in dem Bunker. Okay, wir gehen nochmal im Bunker. Noch einmal in den Bunker. Tralalala. Oh. Ich habe ja gerade eine total coole Abkürzung genommen, nämlich gar keine. Okay, nach unten, ganz links. Mal hier, aber wir haben keine Punkte. Hier ist ein Punkt, aber es ist kein Vieh. Okay, aber ich kann die nicht anklicken. Also ich, das stimmt schon, das sind die.
Ich kann sie nicht anklicken. Wir haben hier 6 Punkte und ein Zeichen, das mir jetzt auch wieder nichts wirklich bringt. Ja, auch wieder Zeichen. Sind das vielleicht dann irgendwie so eine Art übersetzte Zeichen? Steht das hier zum Beispiel für eins der Symbole? Beim Vogel waren es 4 Punkte. Wie kommst du darauf? Neo? Also ich muss das wissen. Notiere dir die Punkte zu den Zeichen. Okay, wobei es hier 5 sind und nicht 6. Das macht mich halt stutzig. Ich kann mir die Punkte alle notieren hier mit den Zeichen. Ja, hier sind es auch 6. Das macht irgendwie alles gar keinen Sinn. Hier haben wir 4. Ich kann es mir aufschreiben. Wir haben dieses Zeichen. Und 4. Auf den Bäumen steht dann die Übersetzung. Ah, ja, okay, alles klar. Das ist die Community. Ah, bin ich froh, dass es viele intelligente Leute sind. Könnte das hier dann eine 2 sein? Anstatt 6? Haben wir 2. Und hier 1. Dankeschön. Aber komm, das Spiel ist echt nicht ohne. Wow. 1. Hier haben wir wieder 6. Hier haben wir 5, aber das... Da haben wir Fleisch. Hier haben wir 3. Das Kollektiv! Okay. Bäume abklappern. Rechts ist einer. Zum Glück sind die Bäume auf der Karte markiert. 2. Ah, super. Also Pferd. Pferd gleich 2. Dankeschön, dankeschön. Okay, der nächste Baum. Runter, links, runter. Wobei, links bin ich ja jetzt gegangen, einfach nach. Doch, nach links. Nach unten. Das ist scheiße. Das Baby hat nämlich genau das gleiche Zeichen wie das Pferd. Scheiben, Dreck, Verfluchter. Das ist aber blöd. Aber dann wäre es ja auch 2. Dann müssen die anderen jetzt gleich mal was anderes haben. 2. Dann fehlen uns noch die beiden Bäume jetzt hier. Links und dann später runter und links. Das war 3. Also der Vogel gleich 3. Das waren 3, ja. Runter. Müsste der nächste Baum oben sein, okay. Und das komische Ding hat dann eine 4. Dankeschön, Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Juhu. Es gibt einen Trick. Was? Nein, Prim Seiler, erstmal, es ist kein Trick und es ist auch nicht rot markiert bei mir. Und das heißt nicht, dass ich die Sachen dann unbedingt mehr lese. Nicht böse sein. 4, 1, 2, 3, 4. Du hast 3. Was? Ach so, das war's schon. Okay. Wisst ihr, was lustig ist? Ich habe damals tatsächlich bei diesen, ich glaube, bei diesen Rätsel mit dem Licht aufgehört und wusste da schon nicht, dass ich links und rechts gehen kann.